Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Hand of Blood in Spandau an der Havel, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Studio, an einem fantastischen Tag. Und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. Lego Star Wars, die Skywalker-Saga, ganz genau. Oh. Scheiße. Ah! Oh, hallo. Ja, herzlich willkommen zu Lego Star Wars. Ich bin kurz weggenickt. Die Skywalker-Saga. Alle Trilogien, die es bislang in Star Wars gibt, sind in diesem Spiel drin. Es soll einen fantastischen Humor sein. Haben, mashallah. Und auch das Gameplay, feinste Sahne, richtig gute alte Lego-Kost. Also, falls ihr das Spiel auschecken wollt, Link in der Videobeschreibung. Das Ganze wird gesponsert vom Epic Games Store. Und nutzt auch gerne, wenn ihr wollt, meinen Creator-Code Hand of Blood. Wir gehen jetzt natürlich rein. Nein! Aus! Bitte! Oh, oh, kennbar! Hast du das gehört? Sie haben den Hauptreaktor getroffen. Sichert die Luftschleuse ab und bereitet die Rettungskapseln vor. Hoheit, diese Übertragung. Was haben wir empfangen? Hoffnung. Wir sind über Tatooine. Das ist bei einem alten Freund sicherer. Finde einen Weg, die Pläne für den Todesstern von Bord zu bekommen. Digga, ich erzähl jetzt nicht die Story, oder? Schaut Star Wars, sonst seid ihr hier nicht gut aufgehoben. Ich sag, wie es ist. Hier lang. Oh, Alter, ihr dicke Knifte. So, jetzt mach ich die weg hier. Headshot. Kann ich auch irgendwie gedrückt halten oder so? Ja, super. Junge, ich schieß denen die Helme ab? Heftig. So, bauen. Nee, ziehen. Zack. Und heranziehen. Aha, ja, Leia hat's drauf, die GLB. So, ach du Scheiße, da ist er. Hoppala, da stehen die Sturmtruppler, die Schweine. Verwenden. Was ist das denn? Er hackt sich rein. Oh, lol. So, so und so. Ich habe keine Ahnung, wofür das ist, aber... Ach du Scheiße. Ja, ciao. Oh, oh Gott. Die Prinzessin. Hier ist nochmal der Captain. Niemand sonst. Bitte heißt das Imperium herzlich willkommen. Ergebt euch und übergebt die Pläne. Nein, der verarscht uns. Das ist nicht der Captain. Vor allem hier ist nochmal der Captain. Und niemand sonst. So. Oh. Scheiße. Jetzt kommt niemand mehr auf diesem Schiff. Lol. Moment. Schaut, da ist meine R2-Einheit. Sie wird diese Pläne nach Tatooine bringen. What? Die Pläne vom Todesstern sind nicht im Computer. Was habt ihr mit diesen Plänen gemacht? Geheimauftrag? Was für Pläne? Wovon redest du? Was für eine Frage. Moment mal. Scheiß Ernst? LB. Alter, Leute, ey, was... Sind wir im Irrenhaus, oder was? So, was soll ich machen? Was? Alarm? Geschützturm? Oha! Hey, mach nichts falsch! Ey, wir befreien die Leute hier, geil! Ach, jetzt hier offen! Ja, geil! Ja, dann gehen wir erstmal hier lang! Ich krieg langsam keine Luft mehr, aber ich glaube, ansonsten... Hier? Oh, what the fuck? Da fährt jemand in Urlaub.
Okay, hier kommen wir nicht weiter. Dann gehen wir nochmal zurück. Aha, okay. Ja, muss ich vielleicht in ihn rein? So, was muss ich hier machen? Ziehen, klar. Zack. Ja. Okay, Abfahrt. Geh mal zur Seite, du Affe. So, jetzt sind wir hier wieder bei den Rettungskapseln. Ach, das wäre einfach nur ein anderer Weg gewesen. Was ist das denn? Oh. Begib dich zur Rettungskapsel. Ja, bin ich. Okay, was müssen wir tun? Oh, okay. Ah, vielleicht müssen wir Sachen bauen. Ach, mit ihm. Na gut. Also das war das beschissenste Kostüm, was ich je hatte. Ja, wir haben hier ein paar coole Kostüme rausgesucht. So, was jetzt hier bauen? Also wirklich. Oh Mann! Das war nicht. Du wirst noch deaktiviert werden. Halber Affe, ey. Wir hängen uns rein, Scotty. Beam mich ab. Oh, Tatooine. Was für ein Auftrag? Was soll das? Bring beide zur Werkstatt. Ich möchte sie bis zum Abendessen geputzt haben. Na gut, dann kommt. Wart ihr auf einem Sternkreuzer? Hat er ihm gerade die Unterhose raus hier zu? Was ist das? Er sagt, dass er einem Obi-Wan Kenobi gehört und dass die Nachricht für ihn ist. Hey, wo willst du denn hin, Kleiner? Ja, warte, ich bin Luke Skywalker. Such R2-D2. Schön, mir ist er reingehauen, Miss Peter, ne? So, zack. Wurde ja alles weggeboxt. Onkel Owen wird böse sein, wenn ich ihn verliere. Ja, also hinterher. Ey, bleibst du stehen? Alter, mies eine geboxt. Was hat er jetzt wieder? Er sagt, da nähern sich mehrere Kreaturen. Ach du Scheiße. So, weg mit dir. Nein, Junge. Ey, weg von dem. Seid ihr Jack? Hallo, ihr habt Glück, noch ganz zu sein. What the fuck war das? Ben? Ben Kenobi? Bin ich vielleicht froh, dass ich euch treffe. Du bist also Obi-Wan Kenobi. Das ist deine dreckige, schäbige Sandbude, ja? Jetzt wollen wir doch mal nachsehen, was du für einer bist, mein kleiner Freund. General Kenobi, ich habe Informationen, von denen das Gelingen der Rebellion abhängt, in das Speichersystem dieser R2-Einheit gegeben. Mein Vater wird sie auswerten können. Es liegt bei euch, ob dieser Droide unversehrt zu ihm nach Alderaan gelangt. Helft mir, Obi-Wan Kenobi. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Frisst der Popcorn? Okay, dann gehen wir jetzt zu meinem Flitzer, oder was? Einsteigen, Leute. Schön Fast Travel. Ja, Mos Eisley, Abfahrt. Hä, allein? Nimm doch die anderen mit! Mos Eisley Raumhafen. Wer redet da? Nirgendwo wirst du mehr Abschaum und Verkommenheit versammelt finden. Jetzt sind wir in Mos Eisley. Nice, Digga. Du hast ein Eis, Alter? Verpiss dich. So. Okay, hier gibt's auch so Sidequests, Nebenquests. Ja, ist doch gut, Jacqueline. Mach langsam, sonst kotze ich. Ich kann aufsitzen? Ah, hier da unten, ihr Versager. Oh. Übel platt gemacht. Zur Seite. Muss hier durch. Hoppala. Jo, ich räume mal auf. Eure Ausweispapiere. Und bringt diese Droiden her. Ein imperialer Kontrollpunkt. Was jetzt? Oh, ich kümmere mich darum. Erledige du das bitte, Ben. Achso, man muss hier auch wechseln zu Ben, ne? Na gut. Nee, mach ich nicht. Du lässt uns durch! Ich beeinflusse dich! So, ja klar, ihr dürft durch, Alter. Abfahrt. Zack, 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 zack. Rein, ihr Hex. Das sind nicht die Droiden, die wir suchen. Richtig. So, weiter geht's. Oh, die Kantine. Da gibt's bestimmt noch einige Secrets drin, ey. Ja, krass. Es ist jetzt einfach die Kantine. Ja, aber hier gibt's doch bestimmt richtig heftige Secrets und so. Ich ruf mal meinen Bro an. Hält der Steine. Warte mal. Yo, Heldi,
Was geht ab, mein Bro? Ich bin hier gerade in der Mos Eisley Kantine. An der Kantine angekommen, hervorragend, da weiß ich richtig was. In dem Spiel wirst du schon schaffen, aber die Kantine selbst hier, 75290, lackesoffen teuer. Ja, aber das ist nicht so die Farbseuche, das ist ganz in Ordnung, aber ansonsten der Preis, 75052, das war ein nettes kleines Set von der Kantine. Aber gut, selbst gebaut gibt's eh ein paar Mocs, die sind klasse. Aber guck dich da mal ein bisschen um, wenn es noch mal kritisch wird, einfach bei mir melden, ich habe für alles eine Antwort. Einfach auffällig. Naja, gut. Also tolles Set, ja. Han Solo. Ich bin Captain des rasenden Falken. Chewie hat mir berichtet, ihr wollt zum Alderaan-System. Ja, das stimmt, wenn ihr ein schnelles Schiff habt. Welche Fracht? Nur Passagiere. Ich soll nicht die Polizei rufen? Zwei Droiden. Und keine weiteren Fragen. Oh. Abgemacht. Ihr habt euer Schiff. Startrampe 94. 94. Oh, der Millennium-Falke. Hilfe, die Mühle ist ja nur Schrott. Sie macht von außen nicht viel her, aber sie hat echt was los, Junge. Chewie, was ist los? Ich sagte doch, du sollst alles vorbereiten. Ein kleiner Snack? Du weißt doch, wir müssen los. Oh, scheiße. Halten Sie auf! Oh, scheiße. Oh, so, jetzt fassen wir mal die Fiese, wa? Oh, ich hab Obi-Wan getötet. Weg mit dir. Und du auch. Du übernimmst Cockpit-Kanone und Gentle. Kapiert, Fellknäuel? In Position bringen. So, hilft Chewbacca dabei, auf den Millennium-Falken zu gelangen, damit er mit den Reparaturen beginnen kann. Ja, Chewie, hoch hier! Eine Rampe, Hebebühne oder was? So, wir müssen die fehlenden Teile des Millenniumsfalken finden. So, ich bin dein Vater. Nee, falscher. Entschuldigung. Jo, ich rasier das Ding gegen den Strich, Luke. Einstecken. Was? Oha! Okay, sind das jetzt die Millenniums Adler-Teile? Jo! Macht jetzt Eier und dann alle rein! Rein, er! Rein! Hier noch ein paar einsammeln, genau, und ab. Chewie, lauf uns raus hier! Hasta la vista! Das waren die Droiden, die wir gesucht haben! Schnallt euch an, ich mach jetzt den Sprung durch die Lichtmauer! Das muss jetzt bald Alderaan sein. Was? Hoppala! Wo ist es? So, das für eine Fresse. Vom Imperium. Oh, er fliegt auf den kleinen Mond zu. Ach. Das ist kein Mond. Es ist eine Raumstation. Oh, ein Traktorstrahl hat uns erfasst. Er zieht uns rein. Das ist Todesstern, du Affe. Ist er ein Teppich? Oh. Yo, Heldi. Also ich bin jetzt hier im Todesstern und langsam, ich habe jetzt auch schon ein bisschen Rücken, Fuß, Schnappatmung, ist Kopfschmerzen. Kannst du mir einfach sagen, wie ich hier jetzt schnell durchkomme und das Level... Der Todesstern, richtig dicke Oschis, die habe ich mal verglichen. Ja, 10188. 75159 scheiden sich ja immer noch die Geister, welche man haben muss. Aber mach, in die Farbpalette übergeben, das ist bei Lego ja so ein Thema, bei den neueren sowieso. Und deswegen machen wir das mal richtig. Ich baue einen richtig bunten nochmal. Das wird großartig. Da gab es eine Frage jetzt, oder irgendwie. Habe ich was beantwortet? Habe ich geholfen? Ich hoffe, ich habe geholfen. Richtig schöne Kügelchen. Jetzt reicht's mir, ich brech die schon aus. Aus hier. Ciao. Macht sie aus. Also man kann ja nicht erwarten, dass ich hier, also ist ja ein cooles Gimmick mit, ich kann hier gar nicht in Ruhe arbeiten mal. So, und dann hier so ein Billo Amazon Ganzkörper Goldanzug mit dieser Kackmaske. Der Sturmtrupplerhelm fliegt aus allen Nähten und dann er hier auch nicht am helfen. Wie soll man da ordentlich hier arbeiten? Ich bin raus, mir scheiße nicht mehr, ich gehe.